1, 2, 3, 4. Ups, der Magen knurrt. Dann mache ich leise die Musik lauter. Dann gucke ich mir ein Kochbuch an. Doch richtig satt macht so ein Verhalten nicht. Doch aber wäre dieses Kochbuch aus Esspapier, ich würde es verschlingen wie ein Tier. Nun ja, immerhin in Freiheit und bei mir. Ist doch schon irgendwie tausendmal besser, so aus Gefängnis, Friedhof, Klinik oder Zoo. Jeho, dann mal auf Sammetpfötchen mich aus dem Haus bequemen, bisschen was einkaufen, unauffällig die Busstation ansteuern und schon im Bus ein Bad in der Menge nehmen. Und liebe Mitmenschen, ich mag euch ja sehr. Die Zeit im Auge, die Termine im Griff, dann ein bisschen Haushalt, weil ich mag kein Siff. Nachdenklich, aber eigentlich zufrieden, kurzer Heulanfall, fehlt nur noch eine Femme fatale. Doch für diese holde Maid fehlt mir im Moment die Zeit. Bin im Moment etwas überbeschäftigt, fast schon beinahe besessen. Ich diskutiere heftig mit meinem alter Ego, schreibe neue Texte und spiele dann ein bisschen mit Lego. Im echten Leben meinen Stuntman an den Start senden. Toi, 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 uns allen. Und demnächst die Seite wenden. Bisschen spät, aber das Publikum begrüßen. Hoi, liebes Publikum. Die Kunst und schöne Frauen hauen mich fast um. Anständig verneigen, weitermachen. Wie ich finde, schöne Sachen. Wie schon erwähnt, hat mich ungelogen in ihren Bann gezogen. Eine schöne Frau. Erstmal unauffällig, aber mit Freude Heu sagen. Hinsetzen, zuhören, versuchen, ihr Lesen nicht durch überschwängliche Freude zu stören. Am liebsten würde ich mich ihr zu Füßen werfen. Dazu brauche ich weder Mut noch Nerven. Meinen tränennassen Kopf zwischen ihre Schenkel versenken, mein Elend krampfartig, aber nur leise in ihren Rock heulen. Huch, sorry, ich träume von ihr. Und wo zum Teufel ist mein scheiß Bier? Da, wo es hingehört, in meiner Tasche, ist eine Büchse und keine Flasche. Doch erst das Vorspiel, dann das Vergnügen. Mein Leben ist spannend genug, da brauche ich nicht mal lügen. Doch weiter im Text. Halbe Sachen können nicht genügen. Kann's machen, so gut ich kann. Sie finden immer was zu meckern dran. Doch selten, manchmal, de temps en temps, geschieht ein Wunder. Genau, ich rede von einer Frau. Ein schönes Wunder. Ich packe meinen Plunder in meinen Rucksack rein, genieße den Moment. Schöner kann so ein Moment fast gar nicht sein. Diese unabgemachten, unvorhergesehenen Momente, Begegnungen, tun sehr gut. Das Herzchen klopft, Fleisch und Blut. Bin nicht aus Zement. Leute wie ihr tut mir gut, das gibt mir neuen Mut, treibt mich an. Ich kam, um zu lauschen, mich an Kultur zu berauschen. Es regnete und sie las vor. Sie lud mich ein unter ihren Schirm.
Ich fühlte mich sehr geehrt und sehr wohl an ihrer Seite. Einfach nur schön. Halunken machten in dieser Zeit ihre Geschäfte und suchten nachher schnell das Weite. Das nahm ich nur im Augenwinkel wahr. Schöne Momente kannst du nicht im Laden kaufen. Schöne Momente, die sind rar. Am liebsten würde ich sie anbeten. Eines weiß ich ganz genau. Wenn schon ein Gott im Himmel, dann bitte eine Frau. Genug der Komplimente. Diese Frau ist schlau. Tuk, tuk. Mikrofontest. Erfüllt seinen Zweck. Test bestanden. Zuhören, lernen. Bier in der Hand, aber nicht versanden. So viel habe ich schon verstanden. Kapiert. Im Köpfchen registriert und im Herz notiert. 10 Ringfinger und nur ein Herz. Gefüllt mit Gefühl, Music, Blues und Schmerz. Doch das alles hat seinen Zweck und eben, es treibt mich an, Texten, Hoffen, Weiterleben. Da hilft im Moment wohl nur, mit Text und Mikro in der Hand bisschen Mühe geben. Anhimmeln, aber nur plutonisch, mit Maß, à discrétion, intention. On est où? Dans l'installation. Vive Röbe Walzer, vive l'inspiration, vive la vida, vive nous tout. Aufhören mit dem Hassen. Gefühle gedeihen lassen, mich auf morgen freuen, freue mich sehr. Biel hat einen See, da brauche ich keinen Urlaub am Meer, also bitte sehr. Ich will nicht viel, aber ein bisschen schon was. Bits Kultur macht Spaß. Gestern ins Bett gekippt, mit Kuscheldecke umhüllt, den Teddy im Arm, heulte mich in den Schlaf, wie es sich gehört, und dabei bin ich wirklich lieber ungestört. Balkontür offen, das Kuckuckucku der Tauben wird mich sanft wecken, dann ein neuer Morgen, aufwachen, ein neuer Tag beginnt, kein Tag zum Verrecken. Ich guck kurz in den Spiegel, kann mir jetzt auch schauen. Kein Grund zum Erschrecken. Total normal, ein bisschen enorm. Mich kippt man nicht vom Arbeitstisch. Weiterschreiben. Nimm einen Schluck Tippex. Dann bist du fast wieder in Topform. Enorm. Gar nicht mal so leid. Ich schöpfe neue Kraft, ruhe mich aus und warte auf meine Gelegenheit. Irgendwie werde ich unterstützt von ganz lieben Leuten, kriege Stilo und Papier. Das ist doch ein Grund zum Weitermachen hier. Den Text beenden, zu Ende schreiben, das Zeug im Griff. Ich lasse mich ein bisschen treiben, doch nicht so lang. Es wird mir weder Angst noch Bang. Habe Termin, heute Mittag, das war vorgestern um 3, hahaha. Nicht bei der Polizei. Viel besser. Brauch kein Messer, etc. pp. Hausaufgaben gemacht, kurz geschlafen. Das wird eine lange Nacht. Also auf an den Arbeitstisch. Den Popo wund setzen, weitermachen. Mein Zeug, so gut es geht, im Griff. Schreiben, bisschen Bier und Kiff. Den Text noch zu Ende schreiben. Als Belohnung lasse ich mich noch mal kurz treiben. Kurz ins Koma kippen. Zu mir kommen, weiterschreiben, Hausaufgaben machen, sich selbst in Stimmung lachen. Ein Stuhl unterm Popo, ein Text in der Hand, in der anderen Hand ein Mikro. Kurzes Stoßgebet und weiter geht's. Freue mich auf dann.
Krabbel Richtung Bühne, noch ein paar Minuten warten, dann bin ich dran. Text im Griff, Mikro in der Hand, Adrenalin im Blut. Ich liebe es und aktiviere meinen Restverstand. Cooler Zustand, schöne Stadt, gutes Land. Ja, dann mal los, Attack, Zugriff, auf in die Meute. Zahnloser Wolf, was reißt du denn heute? De temps en temps, also manchmal, sometimes, kreuzt sich mein Schicksalsweg mit einer schönen Frau. Und ehrlich zu uns beiden, du bist zu gut für mich und ich nicht gut für dich. Der Wille zählt, die Absicht stimmt, doch erstmal ein bisschen Einsamkeit, die mich quält. Scheinbar muss es so sein, viva la mora, für immer. Jetzt werde ich langsam zu alt fürs Kinderzimmer. Kein Schritt zurück und den ganzen Weg nochmal. Nein, danke, niemals, nimmer. Ich verzichte und gehe weiter meine Straße lang. Es wird mir nicht mehr so schnell Angst und Bang. Ich bin gern zu Hause, mache mich kreativ nützlich, doch aber eben. Manchmal zieht es mich raus in euer Leben. Gierig, aber nicht gerade alles erwarten und geben. Ein kleines bisschen brauche ich auch für mich. Ich liebe euch und ich liebe mich. Bisschen Toleranz, please, sonst klappt das nicht. Das ist für mich der Stand der Dinge. Weiter texten, ins Koma kippen, kurz pennen, zu mir kippen. Mist, wo sind meine Billigkippen? Ach ja, habe wieder versucht, den halben Bahnhofplatz zu verköstigen. Manchmal kommt was zurück. Weiter geht, die Wilde hat's. Herr O aus B sucht sein Glück. Und aber eben, ich versuche zu lieben mein Leben. Und so schlecht schaut das gar nicht mal aus. Mickey, mach was draus. Sonst letzter falscher Fehler und aus die Maus. Ich meide Internet und so komisches Zeug. Schreibe lieber mit Stilo auf Papier. Doch ja, muss sagen, eigentlich gar nicht so schlecht hier. Muss auf die Erkenntnis gerade mal versuchen, eine Ziege zu stopfen. Dann nachher als Belohnung einen kleinen Schluck Hopfen. Dazu zum Ganzen noch ein bisschen Musik abtun. Zmitzt in der Nacht irgendwie versuchen, den Tag zu nutzen. Weitermachen. Im Notfall Neonlicht benutzen. Und eigentlich sind die Jungen dazu da, um die Älteren von uns zu beschützen. Aber ich war auch mal jung, da hat man andere Probleme. Ist im Clinch, mit sich selber. Keine Zeit für fast gar nichts. Die Älteren stellen die Forderungen. Der Chef vom Arbeitsplatz schießt sie wegen irgendetwas zusammen. Uff, warne mit dem Pack voll Eindrücke. Ungewollt Erlebtem. Warne mit dem Frust. Musst es kreativ verarbeiten, an dich selber glauben. Das vergeht dir die Lebenslust. Und das ist kein guter Weg. Und das wollen wir doch alle nicht. Durchheben, an sich selber glauben, nicht aufgeben. Sich selber killen, das wäre dumm und auch ein bisschen blöd. Nee, du, heute wird nicht gestorben. Heute wird nicht verreckt. Ich mach weiter. Mal gucken, was wirklich in mir steckt. Suchen, finden, Fragmente finden. Was draus machen? Schöne Sachen. Mein neues Lieblingshobby. Ich bringe eigentlich ungewollt von mir sehr geschätzte Leserinnen zum Lachen. Und ich finde das schön. Ich genieße den Moment. Halte meine Klappe und versuche zu lauschen, versuche mich nicht zu fest an Worten zu berauschen.
Atemseufzer, Einblicke in ein komplexes Ego, Atemzüge, die sich summieren, Erinnerungen, die sich addieren. Wenn ich nichts tue als konsumieren, kann mich das unweigerlich nur sehr, sehr frustrieren. Und Frust macht keinen Spaß. Frust ist nicht mein Ding. Frust kann es nicht sein. Zu Frust und Depro sage ich nein. Entweder ich schlafe oder ich mach was. Beschäftige mich, lenke mich ab, suche mir selber ein bisschen nach Spaß. Wenn ich es zu Hause am Arbeitsplatz nicht mehr ertrage, den Popo wund gesessen, dann zieht es mich raus, schnapp einen Bus und freue mich auf, was da kommen mag. Und ich glaube an das, was ich sage. Manche Mitmenschen vertragen scheinbar meine Wahrheit nicht, sollen sie halt so, wie sie sind, weiterleben. Wie Lemminge, Schafe, ab, Klippe runter, viel Spaß im Meer, lernt schwimmen. Keine Zeit, euren Zustand zu bedauern. Also bitte sehr. Hab noch ein bisschen was vor im Leben. Ding dong. Die Türglocke, die tut ihren Zweck. Ich unterbreche mein Schreiben, lege mein Stilo weg. Freue mich, es ist mein bester Kolleg. Wir begrüßen uns, freuen, dass wir leben. Erstmal die Tassen hoch. Lasst uns machen, krachen. Nicht viel erwarten, so viel wie nötig geben, Helm auf, wir beten und reden nicht mehr mit jedem. Doch ja, eigentlich schon, aber schwarze Löcher stopfen, ein Fass ohne Boden, nein. Geht nicht um Hautfarbe, Geschlecht oder Religion. Menschen mit Charakter mag ich schon. Den eben, die nur saugen, nichts zurückgeben, den gehe ich aus dem Weg. Oder sie mir. Sorry, bin nicht in der Stimmung, mit dir zu stoßen. Habe zu tun, habe was vor, geh mir bitte aus der Optik, sonst wird's physikalisch. Einer küsst wie immer den Boden und irgendwann werde ich das nicht mehr sein. Apropos Gewalt, da sage ich deutlich nein. Frieden ist mir oberste Priorität. Man erntet immer, was man sät. Die Nächte werden länger, ich schnall den Gürtel enger. Richte mich ein auf eine dunkle Zeit. Richte mich auf eine dunkle Zeit ein. Winter, Winter, muss das sein? Bist mir so willkommen wie ein Raucherbein. Kalte Wohnung ganz allein. Doch ja, ist okay so. Dann freut man sich über jeden Sonnenschein. Wie es mir geht? Gut. Ich lache über mich selber. Irgendwann färbt sich das Weiße in den Augen gelber. Leberzirrhose, tote Hose. Brichst zusammen, wachst im Krankenhausbettelein auf. Reißt dir alle angemachten Schläuche raus. Letzter Gedanke, ich liebe euch. Aus die Maus. Flatline. Mein letzter Wunsch, eine Ziggi und ein Schluck Bier. Doch aber andererseits, wohin damit? Ich bin ja der Tote hier. Bitte exhumiert mich, bin scheinbar noch nicht ganz tot. Die wollen mich nicht hören. Mein Wiederauferstehen würde ihre, also eigentlich meine, Beerdigung stören. Drum lasse ich mich grundsätzlich nur mit Cocktailsoße und Klappspaten beerdigen. Soße für die Totenwürmer als Snack zur Stärkung. Und den Spaten, um mich aus Sarg und 2 Meter Erde über mir frei zu buddeln. Sodele, bin wieder hier. Der coolste in der Trauergemeinde.
Gib mir erstmal einen Schluck Bier. Prost, Halleluja, Resurrection. Jetzt geht's ab hier. Ich liebe Papier. Dem war schon immer so. Dazu ein Stilo, von dem mache ich jetzt mitten in der Nacht Gebrauch. Schreib meine Sorgen nieder, halt sie fest. Auf Papier notieren, Sorgen weggeschrieben. Ad acta, weiter geht's. Ich brauchte 30 Jahre, meine wilden Gedanken in den Griff zu kriegen, zu sortieren. Wie der Pfleger am Medischrank Pillen zählen. Mann, und mir sagen sie, ich sei krank. Da schlägt man sich tapfer die Nacht um die Ohren. Kurz geschlafen, fast wie neugeboren. Licht an, na, dann mache ich mich doch mal nützlich. Setz mich an den Schreibtisch. Schreiben, vorbereiten, basteln, feilen und ich denke, das bleibt auch so. Vif Robert Walzer, vif nous tous. On est où? À l'installation. Vif l'inspiration, l'amour, création, pas d'agression. Aber genug geschwärmt. Wildwuchs, halbdummer Fuchs. Er kann nichts dafür. Da hat ihn jemand betört, aus dem Konzept gebracht, sein System gestört. Unerhört, fast schon skandalös. Sucht zuerst mal die Schuld bei sich selber und wird nur im Notfall bös. Doch lass mich sagen, bin ja nicht hier angetreten zum Jammern und zum Klagen. Eher mehr so, uns alle zu erfreuen. Dazu brauche ich frische Zeilen, einen Text, einen neuen. Habe nicht vor, das Publikum um mich selber zu langweilen. Na, dann gebe ich meinem inneren Sauhund mal die Sporen. Bin scheinbar zum was machen geboren. Hühot, du halb alter Hengst. Aber bitte achte drauf, dass du dir weder Komplexe noch Zweifel andenkst. Groß genug ist mein Köpfchen schon. Ja. Aber es ist für schöne Sachen da. Eine Umarmung, ein Kuss auf die Backe. Wirken eigentlich immer ein kleines, großes Wunder. Das gibt Kraft, überwindet Grenzen. Da vergesse ich kurz meinen eigenen seelischen Plunder. Umarmung tut gut, gibt neuen Mut. Neue Kraft zum Wirken, fabelhaft. Oma, schön. Egal was passiert, lieber Freiheit als in Haft. Ich arbeite an meinem Benimm und empfinde mich als nicht mehr so schlimm. Hatte schon üblere Zeiten, kann nicht viel tun, als mich ordentlich vorzubereiten. Den inneren Hengst zähmen, lernen ihn zu reiten, mit der Natur schaffen, bisschen Bier. Und manchmal einen Paffen. Ich mag weder Krieg noch Gewalt. Ich wähle Worte als meine Waffen. Die Kunst dient mir als Schild. Ich male weiter an einem Bild. Doch aber eben erstmal noch beschreiben. Keine Zeit mich treiben zu lassen. Und wie immer keine Lust zum Hassen. So viel nette Menschen. Doch sonderbar, die Liebe, die ist rar. Ist scheinbar gut so. Macht schon Sinn. Ich gebe mir Mühe und mach mal hin. Manchmal unheiter, doch ich mache weiter. Doch aber eben, dieses etwas tun, versüßt mein Leben. Gib mir Kraft, fühle mich schon fast wieder fabelhaft. Für das Wort enorm bin ich heute nicht in Form. Und ja, die letzten zwei Worte in den letzten paar Zeilen sind nicht von mir. Eine Hommage an Rebu Walzer. Entwendung zum Gebrauch. Es sprudelt die Quelle, bis sie versiegt. Einer, der säuft,
bis er nichts mehr kriegt. Die Sonne geht auf und gibt ihm den Rest. Die Zeit ist reif, das ist kein Test. Aufgewacht im Trümmerfeld, im Portemonnaie kein Rappen Geld. Köpfelchen tut ein bisschen weh. Überall nur Scherben, wohin ich auch sehe. Scherben im Bett ist nicht so nett. Ja, wo war ich? Wo denn? Sogar Styropor am Boden. Mobiliar zerstört, Nachbarn fühlen sich massiv gestört, doch aber das sind Gott sei Punk. Tempi Passati, ich fahr Bus und spar für neun Maserati. Rausschmiss war manchmal nicht mehr weit, na dann mal los, total verkatert zur Arbeit. Das Leben nur noch ein einziges trotzdem, manchmal locker, doch manchmal auch recht unbequem. Leben am Anschlag, neuer Tag, heute mache ich mal alles, was ich mag. Notaufnahme erwartet mich vergebens. Jetzt kommt sie, die geilste Zeit meines Lebens. Leben am Anschlag, wie am allerletzten Tag. Ich mache nur noch, was ich mag. Ich frage euch und keiner lacht. Was habe ich nur getan in letzter Nacht? Hab's vergessen, aber eines weiß ich schon. Bier macht nicht schlau, aber eines weiß ich genau. Manche haben Fehler gemacht, ich diesmal nicht, weil mir das am nächsten Morgen so ein seltsames Gefühl bescheren würde. Und genau das versuche ich nach Kräften zu vermeiden. Ich gehe meinen Weg, bleibe mir treu, da gibt es nichts zu entscheiden. Die Zeiten, wo ich mir, egal von wem, ins Handwerk pfuschen ließ, Tempi Passati, die Zeiten des unnötig Sorgen machen, sind vorbei. Bin weder arrogant, halte den Ball flach und probiere es jetzt elegant, mit Text und Mikro in der Hand. Werde weder versumpfen oder versanden im Sand. Zum Zeilenschreiben braucht's im Moment des Schreibens nicht viel Verstand. Das ist lediglich das Schreiben von Gefühlen, Erlebnissen, über die ich schon lange nachgedacht. Manchen Tag und manche Nacht. Na dann, husch husch mit den Buchstaben, ab aufs Papier. Notiert, prophylaktisch definiert, mit Stilo auf Baumpapier fixiert, schick nummeriert, motiviert, wehe dem Nächsten, der mich deprimiert. Klappe halten oder mach's besser. Ich sag's dir freundlich, brauch dazu weder Axt noch Messer. Wie Fröbe Walzer, wie Flanstallation, la Communication, après à la maison, PlayStation. Geht ja. Mais seulement un petit de peu. Vive l'amour, vive le feu. Entschuldigung. Hurra, je mange un petit cervelo. Avec rien de rien. Mange cervelo, presque comme un chien. Après une cigarette. Avec Claudette, Petit Philo mit Sophie, und das glaubt ihr mir nie. Noch vor ein paar Jahren wäre mir das nicht möglich gewesen. Angst vor den Menschen, Angst vor mir selber, Angst zum laut schnaufen. Doch jetzt komme ich langsam auf. Doch ich hüte mich vor Übermut, sonst kommt die Chance wohl nicht gut. Ich möchte betonen, dass manche Zeilen dieses Textes mindestens 25 Jahre alt sind. Ich weiß nicht, wie ihr Gedichte bastelt. Ich habe einen Papiersack voll Rohmaterial. Manche Texte schon fast perfekt, parat. Doch dann grab ich mir Papier und schreibe das Ganze ins Reine.
beim Schreiben der Worte kommen mir als Künstler neue Worte in den Sinn. Und so werden im Laufe der Zeit durch Schreibarbeit aus 8 Zeilen unaufhaltsam 20 Seiten. Und ich spüre langsam schon, ich könnte aus jedem Gedicht hier ein Buch basteln, töpfern, schreiben. Doch dazu fehlt im Moment ein bisschen Zeit. Doch irgendwie spürte ich bei der Installation eine Gelegenheit, daran mitzuwirken, nicht aus Eitelkeit. Ich sehe, seit ich seit 8 Jahren in Biel wohne, den Bahnhof schon immer als Forum an. Dieses Jahr, es ist mein schönster Sommer. Und dank der Installation macht das Hängen auf dem recht harten Holzbänkli sogar einen guten Sinn. Ich lerne Italienisch und hola, Español, claro que sí. Scholli fam e ombre loco. Und auch die Frau, die weiß genau, warum ich so schau und mich extra nicht trau. Doch wenn die Sonne brennt oder es wie aus Kübeln schütten tut, sie lädt mich ein unter ihren Schirm. Es ist mir eine Ehre. Fühl mich wohl, so nah bei ihr. Ich fühle mich gut. Das wünsche ich euch allen auch. Es geht um Gefühle, nicht nur Schall und Rauch. Vielen von uns fehlt die Liebe und ein bisschen Vertrauen auch. Betroffen spüre ich unter anderem, wie Aggression und der Gewaltlevel steigt, aber parallel dazu, dass sich zwischen denen, die sich mögen, ganz viel Liebe zeigt. Ende des Satzes. Dankeschön. Nein, macht Spaß. Super. Cooles Publikum, sie haben nicht mal mit Tomaten geschossen. Also, nicht mal wir. Das ist gerade mal gut geworden. Ja, super. Toll. Ja, bitte. Soll ich noch Fragen stellen? Oder? Ah. Du musst wissen, magst du noch? Ja. Weißt du, stell mal, ja, frag mal. Also auf Hochdeutsch müssen wir, gell? En français, s'il vous plaît. In English, please. English? No. Nein, Michi, du hast es heute auch im Text geschrieben. Du hast gesagt, das war dein schönster Sommer. Mhm. Wegen der Skulptur, nehme ich an, oder? Oder also, wie, nicht nur. Ja, doch. Mal, also, ja. Mhm. Doch, irgendwie schon. Ja, doch, ja. Also erstens mal, ich habe einen recht harten, langen, einsamen Winter gehabt. Mhm. Voll Depro und wollte eigentlich nur noch gehen. Mhm. Ja, und dann ist es Frühling geworden und alle haben die ganze Stadt wieder Freude bekommen. Dann ist das mit der Installation gekommen. Mhm. Dann habe ich eben ganz coole Leute kennengelernt. Das, ja, ja, wow. Du bist am Anfang bist nicht hochgekommen, gell? Und dann... Ja, ich bin ein Gewohnheitstier. Ich mache da E2, E4 und... Mhm. Aber ich habe nicht gewusst, ja, dreidimensional Schach. Nein, ja. Nein, ich mag mich einfach erinnern, ja, dass du zuerst wie nicht hoch hast wollen. Wir haben ja noch geredet ein bisschen und der Thomas hat glaube ich auch öfters mal vom Bänkchen geredet. Aber nachher, als du das erste Mal hier auf der Skulptur warst, bist du glaube ich jeden Tag gekommen, oder? Alles richtig gewesen? Also ja, zum Teil nur als Zaungast. Ja. Weil um so ein Text zu schreiben, ah ja, das gehört auch noch auf die Kamera. Ja, sorry, ich hab fast vergessen.
hat mir übrigens den Kollegen geschenkt, der hier arbeitet. Mhm. Und nachher meine Kopien nochmal macht. Ah, der Mirsin? Ja, genau. Ja, cool. Zuerst habe ich Irrsinn verstanden. Nein, das ist in Ordnung. Ja, ah, ja, cool, er will auch noch kopieren, genau. Aber ja. Nachher bist du ja, also gestern bist du bis zum Abend gespart. Los ist zu. Ich habe wenigstens jemanden, der weiss, was gestern war. Was? Es gab ein gestern? Nein, also gestern war ich brav. Ich schwöre. Okay. Nein, aber ich habe gute Leute getroffen. Mhm. Und es hat mir einen Kick gegeben. Oder? Mhm. Eben Teil Texte habe ich parat, oder? Mhm. Und eben ein Sack Rohmaterial. Und jetzt habe ich noch am Schluss, gegen den Schluss gelernt, so einen Rhythmus zu finden. Zwischen Kreieren, Ausruben und Vorlesen. Mhm. Ja, und für das brauche ich einfach 2 Tage Pause. Ja, jetzt habe ich nur 1 Tag Pause. Aber ich kenne einen. Und ich glaube, er redet für sich selber, also für mich. Ja. Der hat schon wieder 16 Ziele. Also für morgen? Ja, nein, übermorgen. Am Sonntag ist noch mal. Gut. Ist heute Freitag? Ja, heute ist Freitag. Oder? Ja. Ah, gut. Du kannst dich bei den Römern bedanken, die haben das System aufgezwungen. So, dann nicht politisch. Das ist schon gut. Ja, mit dem Freund. Im Moment fühle ich mich so ziemlich so, so auf einem kleinen Zenit, oder? Mhm. Und ich schaue jetzt einfach, wie es weitergeht, wenn das hier alles wieder abgerissen wird. Mhm. Ja, ich weiss, wie sie am Bahnhof aussieht, ohne die Installation. Mhm. Die einen Stechschritt oder Scheuklappen, die anderen. Ja, wir sehen uns sicher wieder auf dem Bank. Würde mich freuen. Ich hocke immer wieder dort. Wir können dann beim Abbauen zuschauen. Das geht ja etwa 3 Wochen. Ja. Sehen wir uns dort? Ah ja, stimmt. Wir müssen noch Tempo und Nasentücher 18 zutun. Unbedingt. Die werden steigen im Kurs. Das Biel. Mangelware. Nasentücher. Ja, ausverkauft. Stimmt, Notvorrat. Komm, wir kaufen das Palett. Gehen wir schon mal schauen. Na, was sind wir die Chefs? Dann gehen wir die Dinge auf den Tick. So. Stutz für einen Schneck oder so. Ein Stück. Oh. Ja, ja, gut. In diesem Fall. Bis auf ein neues. Auf ein neues, jeden Tag. Bis bald. Genau. Jeden Tag, siehst du einen Blog, jeden Tag. Gott ist. Hey, lass mich zu meiner Büchse, es gibt ein Unglück. Okay, gut. Hey, ich danke. Ja, hallo. Ich danke dir.